Hallo, ich bin Ellie Jenix und in diesem Video dreht sich alles um die Sims 5. Viel Spaß! Der offizielle Stream vom Sims-Team ist gerade vorbei und was soll ich sagen? Die Sims 5 kommt tatsächlich bald. Es tut mir leid, das war eine Lüge. Tatsächlich hat sie gesagt, es dauert noch Jahre. Jahre. Ist ja nachvollziehbar, sie hatten ja auch erst 8 Jahre Vorbereitungszeit. Was kann man in 8 Jahren schon erreichen? Alles gut, war nur ein Scherz. Ich verstehe, dass gute Produkte Zeit brauchen, aber wehe, es gibt dann Bugs. Auf jeden Fall kann ich euch in diesem Video aber ein paar Einblicke vom Spiel aus dem Stream zeigen. Mich erinnern diese Ausschnitte übrigens an ein ganz bestimmtes Spiel, das auch sehr bald erscheinen wird, aber dazu später mehr. Ich bin auf eure Meinung übrigens schon so gespannt, also schreibt mir gerne eure ganzen Gedanken in die Kommentare. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte mir von diesem Stream viel mehr erhofft. Vor allem wurde nämlich zu Beginn hauptsächlich über die Mobile-Version gesprochen, was mich persönlich absolut nicht interessiert. Aber an alle, die gerne die Mobile-Version spielen, es wird bald jede Menge Updates dafür geben. Über Sims 5 wurden uns im Stream 3 wesentliche Dinge erzählt. Erstens, es wird eine plattformübergreifende Multiplayer-Funktion geben. Also ich kann auf meinem PC mit einer Person auf der PlayStation und mit einer anderen Person auf dem Smartphone gleichzeitig gemeinsam spielen. Vermute ich zumindest. Welche Geräte nämlich genau kompatibel sein werden, wurde noch nicht erwähnt. Aber ich schätze mal PC, Smartphone, Xbox, PlayStation und vielleicht auch die Switch? Schreibt mir eure Gedanken dazu natürlich auch gern in die Kommentare. Außerdem kann man selbst das gleiche Spiel auf unterschiedlichen Geräten spielen. Also beispielsweise kann ich heute auf meinem Computer spielen, morgen spiele ich mit der gleichen Familie auf meinem Handy weiter und übermorgen vielleicht auf meiner PlayStation. Ja, ganz ehrlich, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Spiel, das ich gerne auf meinem Computer spiele, gleichzeitig auch auf meinem Handy spielbar ist. Aber was ist deine Meinung dazu? Und drittens wurde uns, wie bereits erwähnt, im Stream auch eine Antwort darauf gegeben, wie die Sims 5 aussehen wird. Aber werfen wir dazu gleich mal einen Blick in den Stream. Wie bereits gesagt, es dauert noch Jahre, bis die Sims 5 dann erscheinen wird. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber meiner Meinung nach sieht es wirklich großartig aus. Wir können die Farben und Muster individuell anpassen und sogar mehr als das. Wir können nämlich die Form der Objekte auch verändern und individuell Sachen drauf platzieren, drehen und einfach alles machen, was bisher am Baumodus in die Sims 4 eben gefehlt hat. Was außerdem noch erwähnt wurde, ist, dass die Galeriefunktion vereinfacht wird. Also, dass man jetzt viel einfacher seine Kreationen mit seinen Freunden und Freundinnen oder auch mit der ganzen Welt teilen kann. Und das finde ich wirklich unglaublich cool. Wie bereits gesagt, mich haben diese Ausschnitte an ein anderes Spiel erinnert, das bald erscheinen wird. Und zwar nennt sich dieses Paralives. Aber schauen wir da am besten auch gleich mal rein. Paralives ist ebenfalls ein Lebenssimulator-Spiel und hat, wie man sieht, einige Ähnlichkeiten mit Sims. Also von der grundlegenden Funktion her erstellt man eben einen Charakter, mit dem kann man sich dann ein Haus bauen und man spielt eben sein Leben. Das Erscheinungsdatum dieses Spiels ist leider noch nicht bekannt, aber es gibt schon ein paar Ausschnitte, wie das Ganze dann aussehen wird und die zeige ich euch jetzt gleich. Hier sieht man zum Beispiel die Charaktererstellung des Spiels und wie man sieht, gibt es hier eine Funktion, die es bisher noch in keine Sims-Reihe geschafft hat, und zwar ist es Layering. Also wir sehen, man kann unter einem Kleid andere T-Shirts oder auch Pullover anziehen und dasselbe gibt es eben auch für Jacken. Und unter anderem gibt es dann auch noch ein Video, das den Baumodus zeigt. Und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, die Parallelen sieht zu dem Bildausschnitt, den ich euch vorher gezeigt habe, wie Sims 5 werden soll. Also es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Wie gesagt, ist auch dieses Spiel noch in der Entwicklung, also keine Ahnung, ob das Endprodukt dann auch wirklich so sein wird, wie es hier dargestellt wird. Aber ich habe auf jeden Fall sehr große Hoffnung und es ist schon seit längerer Zeit auf meiner Wunschliste bei Steam. Und bevor es mit The Sims 5 weitergeht, möchte ich euch diesen kleinen Ausschnitt hier noch zeigen, denn auch das sieht unglaublich cool aus. Also was hier alles möglich ist bei Paralives, eurer Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, wenn Sims 5 und Paralives dann beides erschienen ist, was von beiden wird wohl erfolgreicher sein? Was glaubt ihr? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und das waren jetzt auch schon alle Informationen, die derzeit über Sims 5 bekannt sind, aber bleibt dran, denn jetzt zeige ich euch, was sich die Community eigentlich für Sims 5 wünscht.
dieses Kapitel ist jetzt natürlich nicht ganz objektiv. Ich selbst bin natürlich Teil der Sims-Community und habe deshalb auch meine eigenen Wünsche und Vorstellungen hier mit eingebracht. Aber ich habe mich auch in anderen Streams und Videos umgehört, was anderen am Herzen liegt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, ob eure Vorstellungen da übereinstimmen oder ob ihr ganz andere Wünsche für die Sims 5 habt. Zusammenfassend würde ich sagen, die Community wünscht sich, dass Sims 5 eine Kombination aus allen bisherigen Sims-Teilen ist. Was genau ich damit meine, das schauen wir uns jetzt gleich an. Eine Sache bei Sims 4, die ich finde, dass sehr gut gelungen ist, sind die individuellen Gesichter. Also es gibt jede Menge unterschiedliche Presets und man kann sich hier wirklich total austoben. Einem sind hierbei wirklich überhaupt keine Grenzen gesetzt und Sims können auch so aussehen, wenn man das gerne möchte. Und das liebe ich einfach, denn ich liebe diese Vielfältigkeit. Und wenn ihr euch noch an Sims 3 erinnert, da haben ja alle Sims irgendwie gleich ausgesehen. Aber sehen wir uns doch einfach ein paar Gesichter in die Sims 3 an. Hier haben wir Morgana Wolf, hier sitzt Zelda May, hier haben wir Liane Landgraf, das ist Detlef Landgraf und hier haben wir Thornton Wolf. Ich gebe zu, ich hatte die Gesichter ähnlicher in Erinnerung, aber auf jeden Fall ist die Diversität in Sims 4 hundertmal höher. Und außerdem finde ich, die Gesichter sehen in Sims 3 alle sehr, sehr creepy aus. Also so wie die Babys in Sims 4. Und schon kommen wir zum nächsten Thema, das ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Die Babys in Sims 4. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge und er heißt Bruno. Okay, alles klar. Gleich sehen wir unseren unglaublich lieben Bruno. Ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, wenn ich sage, dass dieses Baby absolut creepy ist. Babys in Sims 4 sind einfach creepy. Hinzu kommt, dass sie einfach Objekte sind. Du kannst sie nicht anklicken, du kannst nicht wirklich mit ihnen wohin gehen, sie sind an ein Bett gefesselt. Es ist absolut nicht realistisch und es macht auch absolut keinen Spaß, mit ihnen zu spielen. Also mein Wunsch für Sims 5 wäre realistische Babys. Dass sie nicht ans Bett gefesselt sind, dass die Eltern mit ihnen spazieren gehen können, verreisen können, dass es Kinderwegen gibt. Einfach Dinge, die man eben mit Babys macht. Eben, dass sie Babys sind und keine Gegenstände. Und hier sind wir tatsächlich in Sims 3. Ich habe dieses Spiel schon so lange nicht mehr gespielt, aber hier sehen wir ein Feature, das ich in Sims 4 so vermisst habe. Und zwar ist es der Spielwelt-Editor. Den gab es bei Sims 3, Sims 2 und wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich auch bei Sims 1. Aber das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall hat man damit die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge in der Welt zu platzieren. Also einmal kann man eben Grundstücke platzieren. Wir können hier zum Beispiel ein 10x10 Grundstück hinmachen und das finde ich so unglaublich cool und diese Möglichkeit vermisse ich so in Sims 4. Deshalb hoffe ich wirklich, dass das in Sims 5 wieder möglich wird. Neben Grundstücken konnte man zum Beispiel auch Bäume platzieren, dann gab es auch noch Steine und Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten waren ein ehrenwerter Fahnenmast, Picknicktisch, Mülleimer, Simhenge, noch ein Fahnenmast und ein Multifunktionsscheinwerfer. Also jetzt nicht unbedingt die Dinge, die ich als Sehenswürdigkeiten bezeichnen würde, aber ich liebe die Idee und ich brauche das auch in Sims 5. Und nun kommen wir zu einem weiteren Feature, das auf jeden Fall in die Sims 4 Platz haben muss. Autos. Ich kann nicht verstehen, warum das in die Sims 4 nicht da war. Egal, ob es diese olle Karre um 950 Simoleons ist. Oder das teuerste aller Sims-Autos um 105.000 Simoleons. Wir brauchen Autos in Sims. Jetzt mussten wir in Sims 4 schon 8 Jahre lang ohne Autos leben. Wehe, es gibt in Sims 5 keine. Und jetzt sind wir tatsächlich in Sims 2, denn ich möchte euch etwas zeigen, das ihr garantiert schon vergessen habt. In Sims 2 konnte man nämlich dieses kaputte Auto kaufen und wenn man es erfolgreich repariert hat, dann konnte man damit auch wirklich fahren. Und genau sowas würde ich mir für die Sims 5 wieder wünschen. Ein Auto, an dem man herumbasteln kann oder dass man seinen Teenagern beispielsweise Autofahren beibringen muss. Es gibt so viele coole Storylines, die man mit Autos verknüpfen kann und das brauche ich alles für die Sims 5. Eine weitere Sache, die ich in Sims 4 unglaublich vermisst habe und ich weiß, ich bin da definitiv nicht die Einzige, das sind die offenen Welten. Man klickt einfach hier auf dieses Minus-Symbol und du kannst überall hinreisen. Wir können einfach hier hinzoomen. Und dann steigt er in ein Taxi ein und schon setzt er sich hier auf die Bank. Und ich verstehe ein bisschen, dass das in Sims 4 jetzt nicht mit aufgegriffen wurde, weil es war in Sims 3 schon sehr, sehr verbuggt teilweise. Aber es sind 8 Jahre vergangen. In die Sims 5 brauchen wir offene Welten. Und ich hoffe so sehr,
dass das Sims-Team das möglich macht. Okay, Christopher, ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Angeln. Und wieder sind wir im Create a Sim von Sims 4. Denn es gibt eine weitere Sache, die ich hier sehr, sehr gut finde. Und zwar ist das die Diversität der Körper. Wir haben ja hier einerseits, was Muskeln betrifft, dann haben wir hier generell Körperfett, glaube ich, soll das sein, eben von dick bis hin zu ganz schlank. Und ich liebe es auch, dass man das individuell anpassen kann, eben hier bei den Oberschenkeln, dann die Unterschenkeln, Hüfte, das war der Bauch, Hüfte, Schultern, Arme, man kann eben alles individuell anpassen. Meiner Meinung nach könnte man das Ganze auch noch ein wenig ausbauen. Also ich würde es unglaublich cool finden, wenn es auch endlich unterschiedliche Körpergrößen gibt. Also dass man eben kleine oder große Sims hat. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das Körpertool von Sims 2 nicht zurückkommt. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Und hier sind wir jetzt im Create a Sim von Sims 2. Jetzt ist unser Sim dünn. Und wollt ihr mal sehen, wie er dick aussieht? Ja. Das ist dick in Sims 2. Natürlich ist das in Wirklichkeit nicht dick, nämlich ganz und gar nicht. Aber 2000er Beauty Standards waren da wohl anderer Meinung. Und wie sich die Jüngeren, die dieses Video jetzt sehen, vermutlich denken können, das war keine einfache Zeit. Eine weitere Sache, die mir und auch vielen anderen in der Community sehr am Herzen liegt, das sind die Erweiterungspacks. Und zwar bin ich der Meinung, dass mittlerweile einige Dinge auf jeden Fall im Basisspiel inkludiert werden sollten. Erstens Jahreszeiten. Es tut mir sehr leid, EA, aber ich möchte nicht zum dritten Mal wieder Geld in die Hand nehmen müssen, um Jahreszeiten in mein Spiel zu bekommen. Dasselbe gilt übrigens für Hunde und Katzen. Die beiden Dinge sind meiner Meinung nach schon so basic, dass sie auf jeden Fall im Basisspiel enthalten sein sollten. Aber was ist eure Meinung dazu? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Welche Dinge sollten eurer Meinung nach im Basisspiel sein, sind derzeit aber nur mit Erweiterungen erhältlich? Aber nun sind wir schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!